Aufwachen, fertig machen, arbeiten, um den Haushalt kümmern, Netflix schauen, schlafen, den Zyklus wiederholen. Klingt langweilig, öde, stumpfsinnig. Aber weißt du was, ob du es magst oder nicht, so verbringen wir den Großteil unseres Lebens. Wir verbringen ca. 67% unserer Zeit wach. In dieser Zeit machen wir fast immer die gleichen Dinge, Tag für Tag. Hör auf, sie als Bestrafung zu betrachten und nur die wenigen Stunden als Leben zu sehen, die du mit Freunden oder spaßigen Aktivitäten verbringst. Denn so machst du dir dein Leben zur Hölle. Anstatt deine Aufgaben als nervige Pflichten zu sehen, finde einen Sinn in ihnen. Peppe sie auf. Finde einen Weg, sie interessant zu machen oder lehrreich. Lass dich von deinem Lieblingssong aufwecken. Freu dich auf dein Morgenjournal, das dir Klarheit und Energie für den Tag gibt. Sei bei der Arbeit nicht ein Zahnrad im Getriebe, sondern arbeite darauf hin, der Beste in deinem Gebiet zu werden. Höre ein Hörbuch, wenn du die Spülmaschine einräumst. Tracke deinen Fortschritt im Gym, so dass du dich auf jedes Training freust, weil du weißt, dass du deinen Traumkörper schmiedest. Entspanne dich, als gäbe es keine Sorgen und keinen Stress in deinem Leben. Schlafe, als wärst du ein 4 Jahre altes Kind, das erschöpft ist vom ganzen Tag herumrennen. Verbringe nicht 70% deines Lebens mit dem Versuch zu überleben. Verbringe dein Leben damit, jeden Moment 10-mal besser, interessanter und lehrreicher zu machen als den vorherigen. Das heißt nicht, dass du dich mit Aufgaben zufrieden geben solltest, die du hast. Ändere, was dir nicht gefällt. Jeder Moment, jede Handlung bringt dich einen Schritt näher zu deinem persönlichen Himmel oder deiner persönlichen Hölle. Du entscheidest. Wenn du Hilfe dabei brauchst, findest du einen Link zu einem kostenlosen Videokurs unten in der Beschreibung. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.